Demütig sitzt der russische Nationalspieler Pavel Mamajew vor Gericht. Für seine Taten muss er jetzt büßen. Es fiel der Beschluss, er muss 1 Monat und 28 Tage ins Gefängnis, sagt der Richter. Gegen die Entscheidung des Moskauer Stadtgerichts kann innerhalb von 3 Tagen Revision eingelegt werden. Plötzlich fliegt ein Stuhl. Die russischen Nationalspieler Pavel Mamajew und Alexander Kukurin greifen in einem Café in Moskau Menschen an. Erst attackieren sie den Mann mit einem Stuhl, dann schlagen sie ihm ins Gesicht. Weder Pavel noch ich hatten die Möglichkeit, mit den Klägern zu sprechen, sagt der Anwalt. Ein Treffen war heute geplant, aber es wurde verschoben. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, uns zu entschuldigen. Vor der Prügelei sollen die beiden in dem Café rassistische Sprüche über Männer mit asiatischer Herkunft geäußert haben. Nach dem Vorfall wird ein Beamter des Industrie- und Handelsministeriums ins Krankenhaus gebracht. Er habe schlichten wollen, berichten russische Medien. Der Fußballverband kritisiert den Vorfall scharf. Was wir auf dem Video gesehen haben, ist absolut inakzeptabel. Wir haben keine Zweifel, dass das Innenministerium eine kompetente Untersuchung durchführen wird. Alle sind vor dem Gesetz gleich. Ob die beiden jemals wieder für die Nationalmannschaft auf dem Platz stehen werden, ist offen. Die Ethikkommission des russischen Fußballverbandes prüft nun, sie lebenslänglich zu sperren.